Und wieder bricht ein neuer Tag an auf der Burg des Fürsten Takeshi. Heute wird es besonders schwer werden, sich der Eindringlinge zu erwehren. Sein Gegner, der General, hat 83 Eltern mit ihren Kindern eingeladen, die ihm helfen sollen, Takeshis Burg zu erobern. Aber Fürst Takeshi und seine Mannschaft sind natürlich vorbereitet. Ja, der Frühling ist zurückgekehrt nach Takeshi Castle und auch der Burgherr wandelt auf Freiersfüßen. Die liebreizende Prinzessin Yoshi ist das erklärte Ziel seiner Begierden, auch wenn das dem einen oder anderen nicht zu schmecken scheint. Higashi, eigentlich der fürstliche Parkettkosmetiker und nur aushilfsweise in die Abwehr aufgerückt, hat das Märchen vom Aschenputtel wohl einmal zu oft gelesen. Überwältigt von der Anmut der Prinzessin, versucht er Yoshi für sich zu gewinnen. Doch Chefcoach Ishikura befiehlt ihm, zurück ins Glied zu treten und den Mund zu halten. Leider wird die Anweisung nur zur Hälfte ausgeführt. Herr Higashi stänkert weiter und Ishikura wird stinksauer, was in diesem Fall durchaus wörtlich zu nehmen ist. Doch auch nachdem sich die Wolken verzogen und die Getreuen wieder eingefunden haben, geht der Hahnenkampf weiter. Dabei wäre es für Takeshis Mannschaft durchaus ratsam, sich auf die Verteidigung der Burg zu konzentrieren. Insgesamt 166 Hobbysportler werden versuchen, die Burg zu stürmen. Herr Higashi erkennt zuerst den Ernst der Lage. Auch General Tani und seine Mannschaft sind guter Dinge. Ja, der General strahlt geradezu vor Zuversicht und Siegesgewissheit. Kein Wunder bei diesem gewaltigen Team. Heute muss es doch endlich einmal gelingen, den Fürsten zu besiegen. Doch Takeshi hat sich 9 schwere Prüfungen ausgedacht, die den Kandidaten das Äußerste abverlangen werden. Er ist bereit und auch die anderen werden alles geben. Da hat sich der Fürst ja was Schönes einfallen lassen. Alle Kinder wurden in Rucksäcke verpackt. Nur an den Händen sollen die Eltern ihre Kinder erkennen. Es darf nicht gesprochen werden. Doch es scheint ganz so, als würden die Kleinen ein wenig schummeln. Wer seinen Sprössling gefunden zu haben glaubt, muss ihn mit eigener Kraft in den Zielraum tragen. Das sollte aber kein Problem sein. Bis zum dritten Abpfiff müssen die Kandidaten das Tor durchschritten haben. Dieses Kind scheint schon ein wenig größer zu sein. Beeilung, die Zeit ist fast abgelaufen. Hat Ihr Kleiner auch geschummelt? Wo die Stimme des Blutes versagt, hilft der General. Alle Teilnehmer haben innerhalb des Zeitlimits das Ziel erreicht. Jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Unglaublich. Alle 83 Familien haben die erste Etappe überstanden. Übrigens, heute wird jede Familie wie ein Kandidat gewertet. Damit die Hobbysportler auch die zweite Prüfung möglichst vollzählig hinter sich bringen, weist sie der General sorgfältig in die Geheimnisse der Wasserpistolen ein. Unser Freund Higashi wird heute die Abwehr dirigieren. Zuerst aber zeigen uns diese beiden den Sonderpreis, der auf die Kandidaten wartet, die die nächste Etappe erreichen. Freier Eintritt bei den Blues Blossels, einer bekannten japanischen Rockband. Higashi bringt die Abwehr in Stellung und los geht's.
Beim Überschreiten der Feuerlinie wird allen klar, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Die Sportler müssen darauf achten, dass das runde Papierschild vor ihrem Gesicht nicht beschädigt wird. Nur dann kommen sie weiter. Die mehr als 40 Stufen sind so schmal, dass nur die Fußspitze darauf Platz hat. Aus ihren sicheren Verstecken heraus feuern die mutigen Männer der Abwehr. Beide Partner müssen mit unversehrten Papierschildern oben ankommen. Auch wenn nur einer getroffen wird, scheiden beide aus. Nur 8 Teams sind an der Festungsmauer gescheitert. Die anderen sind schon unterwegs zur nächsten Etappe. Auch Fürst Takeshi versucht, sein ganz persönliches Etappenziel zu erreichen. Doch Ishikura, der unerbittliche Bewahrer von Moral und Anstand, weist den Fürsten auf eine eherne japanische Tugendregel hin. Keine Intimitäten vor der Hochzeit. Doch Takeshi ist auf alle Eventualitäten vorbereitet. Die Prinzessin muss nur noch ihren Namen in den Ehevertrag einsetzen. Ratgeber Ishikura kann's nicht fassen. Schon wieder die alte Masche mit der Geheimtinte, die nach 2 Stunden unsichtbar wird. Doch die Prinzessin beruhigt ihn. Der Fürst sei ja gar nicht ihr Typ. Sie bevorzugt sensible Männer mit rustikalem Charme. Heute wird es leichter für die Kandidaten, denn die Kinder dürfen sie durch das Labyrinth lotsen. Aber das klappt auch nicht immer. Von einem erhöhten Beobachtungsposten aus können die Kinder den Weg ihrer Eltern durch das Labyrinth verfolgen. Und was ist das? Haben die Wächter etwa Mitleid mit der Kandidatin? Tatsächlich! Aber das hat's ja noch nie gegeben. Der Frühling scheint nicht einmal vor Strong und Onsic Halt zu machen. Aber dann heißt's wieder Business as usual. Niemals ohne Badekappe. Und der letzte Kandidat entert das Labyrinth. Mit diesem Band will Takeshi die Prinzessin für immer an sich binden. Doch Lady Yoshi lehnt dankend ab. Sie zieht Ketten aus brillant besetztem Edelmetall, dem schnöden Schnürsenkel, vor. Und jetzt wissen wir auch, warum Prinzessin Yoshi beim Fürsten so weit vorne liegt. Sie riecht so gut. Die fürstlichen Handwerker melden unterdessen Vollzug. Das nächste Spiel ist aufgebaut, getestet und einsatzbereit. Die restlichen 64 Kandidatenpaare werden ihre wahre Freude daran haben. Chefcoach Ishikura verspricht den fleißigen Helfern eine tolle Belohnung. 2 Stunden Sonderurlaub am nächsten Sankt-Nimmerleins-Tag. Die Freude steht den beiden ins Gesicht geschrieben. Aber konzentrieren wir uns nun auf die Wasserwippe, eine Brücke aus 10 schmalen Brettern, die in der Mitte an einem Drahtseil befestigt sind. Das Motto lautet, im Gleichschritt, Marsch! Natürlich darf die Brücke nur außerhalb der roten Markierungen betreten werden. Okay,
しますからね。北海道から。Das unterschiedliche Gewicht der Kandidaten macht die Koordination äußerst schwierig. Außerdem nimmt der Abstand der Brückenbretter voneinander mit der Länge der Brücke stetig zu. Bei den ersten Schritten entscheidet sich, ob die Teilnehmer ihren Rhythmus finden. Tempo heißt das Geheimnis. Noch eine letzte Feinabstimmung und dann kann's losgehen. Zur Hälfte war die Abstimmung richtig. Und hier wird auch die Brücke einer Belastungsprobe unterzogen. Also an der Brücke lag's nun wirklich nicht. Und das letzte Paar macht sich auf den Weg. Manchmal lässt sich die Physik doch überlisten. Zur Halbzeit sind noch 104 große und kleine Herausforderer im Rennen. Aber Takeshi, so ein plumper Annäherungsversuch, der Prinzessin einfach den Zimmerschlüssel in die Hand zu drücken, das verdient nur eine Antwort. Nein, Takeshi, so kommst du nie ans Ziel. Doch der treue Ishikura versucht auch dieses Mal, seinem Fürsten zu helfen. Er erzählt der Prinzessin vom ewigen, einsamen Kampf des Burgherrn gegen Missmut und Langeweile in der Welt. Und die junge Dame ist sichtlich beeindruckt. Hi. Auch unsere Hobbysportler sind beeindruckt von der hinterlistigen Konstruktion der fünften Prüfung. Die Erwachsenen sitzen oben auf dem Zauberfass. Die Kinder müssen nun bunte Messer in vier der sechs Öffnungen schieben. Aber Vorsicht, in einer Öffnung sitzt der Auslöser. Gleich beim ersten Mal ein Treffer. Herr Shimada, echten Takeshi-Fans als Katzenmeister in bester Erinnerung, ist den Kids behilflich. Und der erste Dolch. Nummer zwei. Er hat vollstes Vertrauen in die nächste Generation. Und der dritte sitzt. Das letzte Messer bringt die Entscheidung. Geschafft, sein Papa darf die Leiter nehmen. Und das nächste Paar tritt an. Er entscheidet sich für die Nummer 5. Abwärts. War das Absicht? Und wieder sind nur 7 Paare ausgeschieden. 90 Teilnehmer sind unterwegs zur 6. Etappe.
Chefcoach Ishikura steht vor einem Rätsel. Irgendein Geheimnis muss doch hinter dem außergewöhnlichen Erfolg der Angreifer stecken. Zwei seiner Spione machen sich auf den Weg. Aber wo um alles in der Welt steckt Takeshi? Ach, da kommt er ja schon. Er hat frischen Tee geholt, um nach alter Tradition die Verlobung mit der Prinzessin zu feiern. Ratgeber Ishikura muss das irgendwie falsch verstanden haben. Er bedankt sich bei Takeshi für die Erfrischung und fordert ihn auf, wieder Platz zu nehmen. Die Prinzessin scheint im Moment ein wenig unentschlossen. Und was tut eine kluge Japanerin, wenn sie mal nicht weiß, wo es lang geht? Abwarten und Takeshis Tee trinken. Auf die Kandidaten wartet unterdessen eine schier unlösbare Aufgabe. Im Schildkrötenkostüm den Lotusteich überqueren. Die Eltern müssen ihre Kinder auf dem Rücken über den schmalen, verschlungenen Pfad ans andere Ufer tragen. Das Problem dabei, die Erwachsenen haben die Augen verbunden. Sie müssen sich von den Kindern lotsen lassen. Der Panzer des Vatertieres scheint nicht ganz fest zu sitzen. Aber Schildkröten sind ja bekanntlich hervorragende Schwimmer. Im Klettern allerdings sind sie ja nicht so stark. Um den Erwachsenen die Arbeit zu erleichtern, ist der Pfad mit Styropor belegt. Ja, ja, die Kurve hat's in sich. Eindeutig eine Wasserschildkröte. Und noch immer sind 37 Paare gleich 74 Teilnehmer im Spiel. Takeshi, verliebt und schüchtern wie nie zuvor, bittet den Ratgeber um einen Gefallen. Ishikura möchte doch die Angebetete um ein Andenken bitten, das der Fürst immer bei sich tragen kann. Zum Zeichen ewiger Verbundenheit soll die Schöne ihr Autogramm mit einem wasserfesten Filzstift auf der fürstlichen Hand hinterlassen. Das geht erst mit der Haut wieder ab, mahnt der Ratgeber, aber Takeshi besteht darauf. Prinzessin Yoshi ist gerne bereit, den Wunsch des Fürsten zu erfüllen. Allerdings nur diesen Wunsch. Michiruyo, der Neffe des Fürsten, erklärt derweil das nächste Spiel. Auf diesem Thron aus vier Holzscheiben nimmt jeweils ein Kind Platz. Vater oder Mutter müssen dann versuchen, zwei der Scheiben mit dem Hammer herauszuschlagen, ohne dass der Nachwuchs herunterfällt. Die beiden werden uns das jetzt mal vormachen. Ein kräftiger Schlag. Und auf die Physik ist Verlass. Das Kind bleibt oben. Ah, das war zu zaghaft. Der Sprössling sollte im Moment des Schlages nach oben hüpfen, um die Scheiben zu entlasten. Perfekt. Und noch einmal, so wird's gemacht. Und das nächste Paar. Ach, das
Das ist dir gerade noch mal gut gegangen. Die Anzahl der Schläge ist nicht begrenzt. Die beiden scheinen besonders motiviert. Ah, er hätte bestimmt noch gerne weitergespielt. Das Kater Felix Gedächtnisteam. Es wird nicht leicht für die Kandidaten. Das Mädchen ist schon ein bisschen älter und damit schwerer als die anderen Kinder. Und da gibt's aber noch Abstimmungsprobleme. Die Ausgangslage wäre wiederhergestellt. Auf ein neues. Das war's. Sayonara. Mal sehen, wie diese beiden mit dem gleichen Problem zurechtkommen. Ja, zumindest ging es wesentlich schneller. Und hier haben wir ein ideales Größenverhältnis. Ein toller Schlag. Und nun? Auch Michiro Yo hat ein Herz für Kinder. Die Schiedsrichter haben nichts gesehen. Wie auch immer, eine Runde weiter. 22 Erwachsene haben den Holzfäller-Schnellkurs bestanden. Prinzessin Yoshi ist ganz begeistert vom sportlichen Elan der Hobbysportler. Besonders die Kinder, die heute wahre Höchstleistungen vollbringen, haben es ihr angetan. Auch Takeshi spendet fleißig Beifall. Er scheint völlig vergessen zu haben, dass es ja seine Gegner sind, die von der jungen Dame so gefeiert werden. Dem General kann das nur recht sein. Er will nur eines, möglichst viele Angreifer ins Endspiel bringen. Doch noch gibt es Verteidiger, die genau wissen, wo ihre Gegner stehen. Auf der achten Etappe müssen die Erwachsenen auf einem schmalen, wackeligen Holzpfad über eine tiefe Schlucht balancieren. Die goldene Kugel, die der eigene Nachwuchs herausschießt, muss sicher gefangen und auf die andere Seite der Schlucht gebracht werden. Wer sie fallen lässt, muss nochmal zurück und eine neue holen. Takeshis Helfer schießen ihre schwarzen Bälle auf jeden, der es wagt, die Brücke zu betreten. Und sie zielen gut. Wer im doppelten Sicherheitsnetz landet, scheidet aus. Geschwindigkeit ist bei dieser Prüfung übrigens kein Kriterium. Die Teilnehmer dürfen sich so viel Zeit lassen, wie sie wollen. Irgendwann wird sie der Hunger schon runtertreiben. Yeah.
Ein gezielter Schuss auf die Beine bringt ihn zu Fall. Ob es den anderen besser ergeht? Und weiter geht's beim Überqueren von Takeshis Hängebrücke. Der wackelige Steg ist nur einen halben Meter breit. Ihn vorsätzlich in Schwingungen zu versetzen, heißt, sein eigenes Ausscheiden vorzubereiten. Der Gang ist nicht vorgeschrieben. Die Kandidaten können die Brücke gehend, kniend oder auf dem Hinterteil rutschend hinter sich bringen. Au, 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 jetzt wird's schwierig. Auch Prinzessin Yoshi möchte dem Sportler helfen. Eine ganz neue Technik. Nun ist auch der Ball noch futsch. Na, das dürft's dann wohl gewesen sein. Papa gibt nicht auf. Sicher gefangen. Ja, und jetzt das Ganze noch einmal von vorne. Geschafft! Herzlichen Glückwunsch! Nur wer über einen ausgezeichneten Gleichgewichtssinn verfügt und zudem schwindelfrei ist, hat eine Chance. Die letzten 2 Meter haben gefehlt. Nur 10 von 22 Familien haben den Weg über die Schlucht geschafft. 10 Familien, das hört sich nach relativ wenig an. Es sind aber doch 20 Angreifer, die der Burg immer näher kommen. Ishikura hat dem Fürsten eine neue Taktik beim Erobern der spröden Schönen angeraten. Weil Frauen bekanntlich beschützt und behütet werden wollen, soll Takeshi den starken Max markieren. Und der Fürst zieht alle Register. Ja, lieber Ishikura, deine Kenntnisse der weiblichen Seele lassen sehr zu wünschen übrig. Muskelprotzende Angeber habe sie noch nie leiden können, sagt die Prinzessin. Also guten Abend und viel Spaß noch. Gute Freunde durch dick und dünn. Na, hoffentlich vertragen sie sich bis zum Endspiel wieder, sonst stehen die Chancen schlecht für den Burgherrn.
Tatsuo und Makoto werden jedenfalls wie immer ihr Bestes geben, um die Zahl der Angreifer zu dezimieren, wenn sie sich nicht vorher gegenseitig erledigen. Doch mit Superman sollte man sich lieber nicht anlegen. Sogar Tatsuo sieht das ein. Auch der furchterregende Samurai-Ritter Chu stellt sich den Kandidaten in den Weg. Ja, Motivation ist eben alles. Fünf Zugänge führen zum Vorplatz der fürstlichen Burg. Zwei davon sind von den Verteidigern besetzt. Die ersten beiden im Endspiel. Aus Zeitgründen bringen wir den Rest in leicht geraffter Form. Zwei für Takeshi. Und zwei für Tokashiki. Wieder zwei für Takeshi. Und zwei für Herrn Dajancic. Das soll doch noch mal einer sagen, dass es bei Takeshi nicht gerecht zugeht. Und auch diese Lois wünscht sich ihren Superman. Ah, die Wächter haben heute mächtig zu tun. Hobbysportler werden anscheinend magisch angezogen. Wie viele sind wohl übrig geblieben? 20 Teilnehmer sind in die Etappe gestartet. Und ganze 6 erreichen das Endspiel. Zerstört ein Strahl die Papierscheibe am Wagen des Gegners, so gilt dieser als besiegt. Wird der Wagen des Fürsten getroffen, ist die Burg gefallen. Sollten es allerdings Takeshi und seine Mannen schaffen, alle Gegner auszuschalten, so ist der Angriff abgewehrt. Feuerwerk und wieder hat es der Fürst geschafft. Bis zum nächsten Mal bei einem weiteren Sturm auf die Burg des Fürsten Takeshi.